Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Huso. Da dreht er sich, mein saftiger Traum der nächtlichen Disco-Heimkehrerei. Heute endlich mal leibhaftig aus der Perspektive des Dönermannes erleben, wie sich mein verschrobenes Gesicht mit tropfenden Zähnen an die Theke presst und in sehnlichster Erwartung der Köstlichkeit, die da serviert wird bei Night Donor. Die zwei Punkte über dem O, die waren wahrscheinlich die Vorspeise. Den Nachschlag gibt's jetzt. Beziehungsweise für mich vielleicht, wenn ihr einen Daumen nach oben übrig habt, wäre ich euch sehr verbunden. Wir spielen dieses Spiel Let's Go, Alter. Ja, und ich übernehme keine Haftung, wenn ihr dabei Hunger bekommen solltet. Dieses Jobangebot kam irgendwie aus dem Nichts. Nachts in einem Dönershop zu arbeiten. Punkt, Punkt, Punkt. Gut, nie mehr knurrender Magen ist zumindest eine Garantie. Könnt ihr mir Schlimmeres vorstellen. Hört sich merkwürdig an. Aber ich habe nach einem Job gesucht und... Naja, das hat sich halt so ergeben. Habe ich ja noch nie gehört in einem Horror-Game. Mensch. Der Besitzer hat gesagt, dass der vorherige Mitarbeiter plötzlich verschwunden ist. Oh. Ich weiß nicht, vielleicht ist er als extra Käse im Fladenbrot geendet oder so, wer weiß. Sie brauchten jemanden ziemlich schnell, also habe ich das übernommen. Ich dachte, das kann doch nur einfach sein, oder? Ich meine, wie schwer soll das sein? Bestellungen annehmen? Die Donuts vorbereiten und den Tag abschließen. Natürlich, du kannst alles simplifizieren, Alter. Meine Arbeit ist auch einfach nur Videospiele spielen. Wie schwer kann das sein? Ich sitze hier kurz vorm Burnout, Alter. Nein, Spaß, es geht mir gut. Helft mir. Aber dieses plötzliche Verschwinden von dem vorigen Mitarbeiter lässt mich natürlich grübeln zurück. Ah, dem machst du also nichts vor. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber sieht aus, als wird es eine lange Nacht werden. Puh, ja, dann fangen wir mal am Tage an, nicht wahr? So, Night Donor, Alter. Oh, den könnte ich auch mal wieder gebrauchen, wenn ich alle... Oh mein Gott, hi! Was ist mit ihrem Unterkiefer passiert, Alter? Hallo, good luck, viel Glück, dir auch. Verteilt der Glückskekse? Ich möchte einen Döner und eine Coke. Alles klar, was für ein Mund, was für eine Nase. Ach, jedenfalls. Habe ich irgendwie ein Rezeptebuch oder sowas in der Art? Boah, Alter. Nee, ich liebe meine Games mit sagenhaften 15 FPS, das ist toll. Und kein, wieso ist denn das so? Ja, das muss an deinem Computer liegen. Genau, meine 4090 ist überfordert mit Night Donor. So, warte mal, du kriegst erstmal hier ein Kühlchen. Überschlage dich nicht mit Freude. Lavasch. Ah ja, warte mal, wir gucken mal, wie wir das machen. Wir bereiten das direkt vor deinen Augen zu. Oh, da wird sich ein Schäufelchen in die hohle Hand hineingeschaufelt. Ja. Mann, das richtig? Und Ketchup aus der Flasche. Alles klar. Mayonnaise? Was ist hier mit Joghurtsoße, Tzatziki, Hummus und extra scharf? Entschuldigung? Ach, hier ist ein Rezeptbuch. Ah, cool. Gut. Ich bin mal wieder zu aufgeregt, ja, für die Angelegenheit. Es kommt aus allen Löchern. Ey, ich sag doch, das Spiel ist nicht gut für mich, Alter. Überall wird's tropfen. Die Hälfte, wo es tropft, habt ihr noch nicht mal gesehen. So, warte. Wenn Gunnar was anderes möchte, dann sagen sie das. Ach ja, ich muss nicht nachfragen. Ist das dumm. Okay, Moment. Also, wir müssen auch erstmal ein bisschen was schnibbeln, glaube ich. So, gib mal hier so eine Tomate. Geil, wir haben 5 Stück. Alter, dann ist Schluss mit lustig. Oh mein Gott! Funktioniert das auch mit ihrem Gesicht? So, das gleiche mit dem Salat. Das ist eigentlich ein Kohlkopf, aber ist ja prinzipiell auch egal. Meine Frau hat die Bestellung irgendwie verwechselt. Ist ja nicht so schlimm, ja? Ist grün, ist knackig. Naja, wir tun zumindest so. So, weiter geht's. Also Brot, Fleisch, Tomate, Salat. Ketchup und Mayo. Ich fass es nicht! Was für einen Ruf haben wir als Deutsche bei unserem Nationalgericht sozusagen im Ausland hinterlassen? Ich gehe mal davon aus, dass es hier kein deutscher Entwickler ist.
dass die wirklich Ketchup und Mayo hier reinknallen. Bruder. Also wer da nicht Durchfall kriegt, also warte mal, hier so Tomate, Lettuce, Mayo. Scheiße, oh mein Gott. Ist ja wie zu Hause. Ja, perfekt. Scheiße. Hör auf! Hör auf damit! Oh mein Gott! Das ist nur ein bisschen fusseln, das ist doch nicht so schlimm. Oh. Wären es Ameisen, hätte ich mich beschwert, aber so. Warte mal. Oh, wieder wie neu. Ja. So. Aha. Ja, okay. Cool. Ja, ich habe die ein bisschen mit Wasser verdünnt, sonst funktioniert das Konzept nicht. So, kann ich jetzt... Das ist mein erster Tag, okay? Gucken Sie mal nicht so frech. Solange sich Ihre Mutter bei mir auf Arbeit dreht, habe ich hier die Hosen an, ja? Aber, Bruder, wie geht die Scheiße? Nach Rezeptbuch muss ich das auch erst zusammenrollen, bevor ich da Soße drauf mache. Aber wie roll ich denn? Verstehe das irgendwie nicht. Oder muss ich das an einer bestimmten Stelle irgendwie machen? Muss ich das hier machen? Warte. Das sieht aber auch irgendwie nicht anders aus. Warte, wir haben es gleich, Alter. Ja? Und jetzt? Ja, aber... Funktioniert! Entschuldigung, wir kriegen das hin. Ich bin ganz ruhig. Ich muss da draufklicken! Oh mein Gott, und dann digitiert's! Fuck! Oh, Junge! Beruhigen Sie sich, Alter. Ich bin derjenige hier vom Fleischfeld. Hier, Ihre Kalbsrakete. Bitte. So, und jetzt sind wir normalerweise an dem Standpunkt, wo du mir das Geld gibst. Aber lass dir Zeit, Alter. Ich werde ja nicht nass. Scheiße. Burger und Pits. Oh nee, die kriegen demnächst eine Anzeige von Dr. Oetker, Alter. Mensch, jetzt nimm das doch. Oh mein Gott, nein! Du bückst dich selbst! Oh Gott! Scheiße. Was soll ich denn machen? Okay, warte. Warte. Ja? Complete Recipe? Aber manchmal geht das aber. Wieso geht das jetzt nicht? Yeah, Alter. Döner for life. Warte mal, oder ist das hier Cola? Warte. Oh Gott. Ich weiß nicht, was da jetzt rauskommt. Aber ich könnte mir vorstellen, es ist direkt mit dem Toilettenabflussrohr verbunden. Gib das jetzt. Gib's jetzt her! Gib's her! Es ist ein geiles Spiel. Okay, warte, das ist ja offensichtlich hier Cola. So, Moment. Aber wie... Also, warte mal, oh, Cola ist durchgestrichen. Alles klar, das haben wir schon. Und muss ich das auf die werfen? Oder wie? Oh, was? Ja, das möchte ich aber mal saftiges Trinkgeld erlebt haben, meine Fräulein. Dankeschön. Keep the change. Und noch frech werden. Mir geht's gut. Vor allem geistig bin ich auf einem ganz okayen Niveau. Hi. Oh, der hat so eine schmale Taille, Alter. Den mache ich ein bisschen extra Fleisch rein. Ich könnte einen Kaffee hier brauchen. Oh, der will nicht mal was essen. Du könntest einen Kaffee hier brauchen. Ich könnte 1 Million Euro hier brauchen. Wir sind dir nicht bei Wünsch dir was, Alter. Es gibt Döner, es gibt Cola, suchen Sie sich was aus. Gut, okay, Kaffee kommt sofort. Es wird eine lange Nacht. Ja. Also bevor du mich nicht Chef nennst, Alter, gibt's dir nichts. Warte mal, das Rezeptbuch für Kaffee besagt? Ach, da kommt Kaffee raus. Ah ja. Die Frage ist, wie krieg ich die... Ach so, warte mal. Ein Lid. Ah, so. Hier, nochmal ordentlich durchgeschakt.
Habt ihr diesen Ausdruck-Hüfte-Schwinger Roni gesehen? Das hat er geübt. Ich hoffe, ihr kappen, wir haben mich ein bisschen auf. Ich hoffe, ihr Geld macht meinen Kühlschrank voll. Wir haben, sind beide Männer der Hoffnung. So, guten Tag. Oh, Alter, Grinsebäckchen. Kann ich 3 Biere haben? Kommt drauf an, wie viel sie schon haben. Oh, Vorsicht, da kommt ein Auto. Oh, ich hab gar nicht gewusst, dass wir so close an der Straße sind, ey. Ich hatte einen Streit mit jemandem draußen. Hat mich sehr sauer gemacht. Was? Und das ist jetzt deine Art und Weise, damit umzugehen? Jedenfalls. Ich brauche einfach bloß Bier. Okay, der Kunde ist ja auch König, ne? Soda. Ach, das ist Bier! Das ist Söhnlein Riesling für mich, aber gut. Hier, Bier mit Korken. Nummer 1. Nummer 2. Nur nicht alle auf einmal trinken. Entschuldigung? Warte mal, da steht Seth. Habt ihr das gesehen? Woher weiß es? Danke. Oh, das wird nicht extra abgehakt. Bro, die haben ja alle diesen Move drauf. Das ist wahrscheinlich so ein Dorfding hier. Ich bereite schon mal einen Kaffee vor, dass der nachher für den nächsten Kunden schön kalt ist. Warum habe ich eigentlich hier so eine Getränkelspritze, wenn ich das doch aus der Dose verkaufe? Mir ist das schleierhaft. So, ich bringe das schon mal nach vorne. Moin. Oh, der Kaffee-Dude. Na, noch ein Nachschlag? Ich bin... Was? Hier spazieren zu gehen in der Nachbarschaft ist friedlich. Ja... Also wenn der Messermörder, der hier rumläuft, einen nicht auf dem Kieker hat, dann ja. Ansonsten müssen wir da nochmal drüber reden. Jeder schläft. Aber du bist wach. Gut kombiniert, Sherlock. Vielleicht ist das, wenn die Welt ihr wahres Gesicht zeigt. In Form von einem Fetti in Fleisch-Salat-Gericht? In Brot? Oder was meinst du? Jedenfalls, kann ich jetzt einen Döner-Kebab ohne Salat haben und Mayonnaise? Ohne Salat und Mayonnaise oder ohne Salat mit Mayonnaise? Oh, gut, alles klar. So, mein Fräulein. Ups, das ist mir runtergefallen. Ich tollpatsch. Oh, kann ich mit dem Frisbee spielen, Alter? Warte. Nee. Ich muss das richtig... Wait. Ah, das fliegt nicht gut. Ich will da gerne einen Papierflieger draus bauen. So, Nummer 1. Gib her. Oh, ich habe keine Tomate mehr. Warte mal. Ich tue so, als wäre das Tomaten, aber eigentlich sind es die 7 Cent Clownsnasen von Amazon. So. Es ist ein bisschen härter beim Draufbeißen, aber es suppt nicht so. Oh, ach, ohne Salat. Ja, der ist doch für mich. Erstmal hab ich Hunger, mein Freund. Ist ja auch mein Laden. So. Also, aber Tomate willst du, ja? Tomate ist prinzipiell auch Salat. Tomaten sind eigentlich Obst, das? Deine Mutter ist eigentlich Obst, Alter. Deswegen vernasche ich die andere mit Schokosoße. So, gib her jetzt. Boah, Alter. Ach so, wir wollen ja kein Salat. Ja, ich wollte sie nur ein bisschen triggern. Na, mal Angst. So, also mit Mayonnaise. Without lettuce with ketchup. Ach so, doch die Verneinung. Na gut. Oh, da habe ich dem anderen ja ein übelstes trockenes Erlebnis irgendwie serviert. Oder muss ich das wirklich... Ich muss das wirklich dann an... Nachdem ich das zusammengerollt... Oh, scheiße, Alter. Jemand läuft aus. Ja. Okay. So ungefähr? I don't know. Da ist so ein roter Balken dran. Seht es? Oh, Entschuldigung! Nehmen Sie den! Scheiße. Was ist denn hier jetzt falsch? Oh, Mann. Was ist denn das? Wo habe ich denn jetzt die Tomate? Hä? Without lettuce, Döner with ketchup. Ja. Okay.
okay, okay. Moment, Moment. Wir kriegen das hin, Alter. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Es wäre auch alles einfacher, wenn das ein bisschen besser funktionieren würde, hier deine komische Idee. So. Das ist jetzt das Rezept. Oder hatte ich da eben Salat noch drauf gelegt, auszusehen? Ich weiß es ja nicht. Ja, da ist ja nicht mehr drinnen, ne? Warte. Ja. Naja, schon mal ordentlich einsaften. Oh, stimmt. Guck mal, diese Dinger da, die zeigen das wirklich an. Dass da Ketchup dran ist. Weil das so ein bisschen rausläuft, ich verstehe. Dein Vorgänger hat made a better return? Was meinst du damit? Also, bei ihm lief's gut, aber irgendwann hat er aufgehört zu arbeiten. Obwohl der hart dafür gearbeitet hat, den Job zu kriegen. Oh, ich bin mir sicher, da musste er echt, also, der hat 3 Jahre in Harvard studiert. Nein, nur Front. Gute Nacht. Bro, man gibt sich doch die Klinke in die Hand hier, oder nicht? So. Ich meine, du musst das schon gut machen. Das ist schon... Nicht jeder Dönermann in jedem Dönerladen hat das drauf, einen guten Döner zu machen. So rein auch von der Reihenfolge, von der Konzeptionierung her. Das muss ja passen. Da habe ich zumindest ganz konkrete Vorstellungen. 2 Chips und 2 Cokes. Alles klar. Warum sind die Chips eigentlich im Kühlschrank? Na, kommt der kleine Hunger nach den 3 Bieren hier, bitteschön. So, was war das letzte nochmal? Cola. Alles klar, Alter. Bitteschön. Danke, Mann. Aber wir ziehen uns einen Film rein. Leute, wie ihr Date einfach dann immer an der Bushaltestelle wartet, um nicht nass zu werden. Während die hier dauernd an meinem Kiosk ist. Ach, schön. Ich hätte einfach die Cola nehmen können, ne? Ist auch egal. Ist da eigentlich schon vorbereitet. Apropos Vorbereitung. Boah, ich habe kein Brot mehr. Oh. Endshift? Ah. Ja, was mache ich denn, wenn meine Vorräte alle sind? Ah, ne, hier ist was. Okay, sehr gut. So, Tag 2. Einen vollen Döner und eine Soda. Kann ich das haben? Na, wenn sie so lieb fragen, Alter. So. Einmal das. Tutti completi. So, her damit. Dann haben wir hier den Slicer 7000 drüber wutschen lassen. Und dann. Meins. Komm her. 2. Ich hoffe, der nimmt das alles auf, was ich da reinlege. Oh, das ist schwerer, als ihr denkt. So, perfekt. Und jetzt die Soßen. Er räumt eigentlich nach mir auf immer, sag mal. Ja? Okay, Mayo ist drin. Ketchup auch. So, perfekt. Und was war's? Ein Soda. Ja. Warte mal, die... Ah, hier eine kleine Tomatenparty. So, bitteschön. Die feiern ein eigenes Fest, wenn man nicht aufpasst. Du hättest nicht langsamer sein können. Oh, da hätten sie mich mal an ihrem ersten Tag erleben sollen. Ah! Ja. Arschloch. Warum habe ich ihn nicht in sein Fladenbrot gekackt, ne? Der bekommt noch seine Revanche, Alter. Was ist hier los? Ich habe was gehört. Wer säuft hier eine Flasche Ketchup? Und warum wobbelt mein Balkon da? Kann ich den mal festschrauben, bitte? Oh, hi, Sie sind's wieder. Der Nachbarschaftsspaziergänger. 1234 Biers. Kann es sein, dass du dumm bist oder so? Da möchte ich aber die Zahlung bitte erst haben. Der ist doch irgendwann weg. Der bezahlt doch nicht. Ich gehe doch hier zum Kühlschrank und dann ist er irgendwann fort. Moment.
Jedenfalls, kannst du mir eine rote geben? Was, Red? Red was? Was labert der? Ich verstehe die alle immer gar nicht. Was ist mit denen? Die sind doch alle immer besoffen, Alter. Und der kann es ihnen verübeln? Ich nicht. Durchsichtige Pappbecher, Alter. Moin, auch sie hat man noch gar nicht. Willkommen, willkommen in meinem feinen Etablissement. Einen kompletten Döner, Alter. Gestern haben mich Dinge schon nicht interessiert. Dankeschön. Ein paar Blocks weiter habe ich einen Mann mit einer Bierflasche erschossen. Was? I shot a man with a beer bottle, they killed him. I shot a man with a beer bottle, they killed him. Okay, du sortierst mir jetzt diesen Satz nochmal bitte auseinander und wieder neu zusammen. Hier ist um die Ecke und dann kommst du nochmal wieder, okay? Ansonsten können wir hier nicht zusammenarbeiten. Irgendwer gestorben. Nee, habe ich nicht gehört, Entschuldigung. Was wolltet ihr jetzt? Ich sollte vielleicht auch mal 1234 Biere mir einverleiben. Das hier zu überstehen. Da war der Typ, den du erschossen hast. Jetzt habe ich sie gehört. So. Okay. Wie lange der braucht, um das zusammenzuschustern. Come on, ey. So. Oh Gott. Yeah. Mund auf. Mund auf. Oh. Ich will die extra Behandlung nicht. Ich will langweilig sein, wie jeder andere Kunde auch. Ach, Cola. Bitteschön. Was? Hey, wieso hat das jetzt nicht gezählt? Ey, die zocken mich hier voll ab. Das gibt's ja wohl nicht. Unglaublich. Kein Wunder, Alter, dass der Typ irgendwie verschwunden ist. Der hat sich wahrscheinlich selbst vergraben hier hinterm Laden, Alter. Was ist denn mit euch? Oh, ich habe Hunger. Nein, schuste das jetzt zusammen. Mach's zusammen. Warte, der hat nicht alles erkannt, was da drauf liegt. Das ist ja auch ein bisschen kompliziert bei drei Sachen. Ja, oh, thank God. Rein da jetzt. Yes. Sehr gut. Okay, perfekt. Bäh. Hab ich die nicht getroffen, oder was? Sehr, sehr komisch, hier draußen in der Nacht zu sein. Dankeschön. Warum sprechen die alle so komisch? Soll das weird und gruselig sein? Es klappt nicht, es ist einfach nur ein bisschen annoying zu lesen. Ich gehe gleich rüber zu Burger Pits und gönn mir irgendwas. Warte mal, ich bereite schon mal vor hier. Zack. Fleisch. Ja. Moin. Was geht? Ich könnte Kaffee gebrauchen. Wie jeden Abend also. Oh, diesmal habe ich aber... Habe ich einen vorbereitet. Oh, komm her. Boah, habt ihr gesehen, wie ich den dann drauf geflippt habe? Bam. Ach, ohne Coke. Alrighty. Bitte schön, Großer. Danke, behalten Sie das Wechselgeld. Dankeschön für den 1 Cent. Ja. Yeah. So, ich warte mal noch mit den Zutaten, wobei ich kann es ja wieder runternehmen, oder? Würde ich sagen. Dann schneide ich vielleicht schon mal irgendwie eine Tomate fertig. Das ist ja auch schon der nächste Kunde, ja, oder Kundin in dem Falle. Oh mein Gott, ich kann es einfach aufs Messer droppen. Ja, geil. Was darf es denn sein? Guten Nacht, ein Kaffee. Oh, jetzt habe ich aber schon Döner vorbereitet. Geht das auch? Macht auch wach. Nachher auf dem Klo. Meine Güte. Ein Kaffee um die Uhrzeit. Ich nie im Leben machen. Bitte. Habe ich im Radio gehört. Strange Sound. Irgendwas haben sie aufgenommen. Leute wissen nicht, was es ist, aber jeder hat Angst. Sie gucken zu viel YouTube, Alter.
Ich zittere, wenn ich nur dran denke. Oder eher schaudere. Jedenfalls, viel Glück noch. Passiert hier eigentlich was Gruseliges in diesem Horror-Game oder machen wir uns bloß über die gerade so zahlende Kundschaft lustig? Ich weiß es noch nicht. Wir dürfen hier gespannt sein. Oh, was war das? Das waren, glaube ich, nur Rücklichter oder so. Oh nein, jetzt habe ich hier das vorbereitet. Jetzt mache ich das noch. Den nehme ich mit nach Hause. Ist ja, den stecke ich mir in meine Arschtasche. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und den ist ja auch traurig. Ich sehe es nicht ein, da Mayo und Ketchup drauf zu machen, Alter. Wo leben wir denn? Tag 3. So. Vorbereitungen laufen. Ja, ich komme schon. Oh, nee. Der sieht aus wie der Manager von allem hier. Oh, warte. Geduld, bitte. Oh! Kompletten Döner. 3 Biere. Das klingt nach einer äußerst ausgewogenen Ernährung. Da werde ich Ihnen natürlich nicht widersprechen, guter Mann. So. Sehr schön. Da mal einmal das. Dann nehmen wir hier Salat. Das ist doch, die Reihenfolge ist doch aber egal, ne? Ich glaube schon. Er ist sehr überzeugt von meiner Arbeit, wie der aussieht. Ja? Das mache ich. Oh, scheiße, hat er keine Tomate drin? Oh, come on! Das liegt doch drauf! Was für ein Scheißspiel, Alter. Bro! Wehe! Och Mann, das gibt's ja wohl nicht. Die liegt doch einwandfrei, liegt die doch da. Rein da jetzt. Jetzt so diese. So. Bitte. Bitte. Lass alle Zutaten drin sein. Weil ich nie gedacht, dass das mal ein Problem wird. Jetzt! Okay, cool. Oh nein. Jetzt wieder übelste literweise Mayo von der Tapete kratzen. So. Okay, perfekt. Hat er jetzt angenommen. So, Bier. Wollte mir die Chipspackung hier gerade irgendwas erzählen oder was war das? Hat sich leicht aufgebäumt. Ja, nochmal. Schüttel nochmal vorher. Das kommt gut. Hier, bitte. Heute war ein ziemlich langer Tag. Manche Dinge werden schwerer. Ich hoffe, ich kann mit diesen Bieren ein bisschen relaxen. Boah, die sollen alle echt gründlich ihr Leben sortieren ein bisschen. Bruder, ich will das ja nicht beurteilen so, aber... Die reden alle davon, wie kacke das Leben ist und dass ihnen Bier zur Rettung eilt. Ich meine, ich kann es ja ein bisschen nachvollziehen, aber Bro... Bin für diese Einstellung wahrscheinlich auch einfach ein bisschen zu alt, ich weiß nicht. Ja, oh, sie schon wieder! Oh, da muss ich mich ja extra beeilen. 2 Kaffee, 2 Chips und ein paar Biere. Oh, wir haben aber Durst. So, erstmal Chibi die Chips frisch. Hat noch nicht angenommen. Nö, nö. War auch nicht worth it, ne? Machen wir doch. Okay, gut. Wenn es 2 die gleichen sind, wird das immer erst abgestrichen, wenn er beide hat, ja. Der zählt auch nach. Der lässt sich hier nicht verarschen. So, und ein Kaffee. Alrighty. Mal her. Ja, der kann ruhig mal zu Boden gehen. Passt. Zack, bitteschön. Ach, heute sind wir freundlich. Ey, wenn sie da hinten an der Ecke den Horror treffen, sagen die, der soll mal vorbeikommen. Bitte. Wäre cool. Waren Sie das? Sehr gut. Und da sind schon wieder keine Tomate drin. Ich raste aus. Hallo, viel Glück. Ein Döner und ein Coke. Bro, wo säuft der denn das alles hin, der Bro? Der hätte sich eigentlich so eine Maske aufsetzen müssen mit so einer Nasenschnurrbartbrille. So, weißt du, welche ich meine? Okay, eine Cola und ein normaler Döner. Kann ich das nicht nochmal aufrollen? Oh Gott. Das bringt jetzt wahrscheinlich nichts, ne? Oh, ich hoffe, es fällt ihm nicht auf. Bitte. Oh nein! Mama. Manchmal kann man es auch einfach alles hassen. So. Jetzt brauche ich Salat. Geil.
drauf da jetzt. Das sieht man dann auch immer erst später. Ob da alles drinne ist. Warte, die Spannung steigt. Oh! Nice. So, ja damit. Ich dachte, ich bin hier in 10 Minuten durch, Alter. Was ist denn mit diesem Game? Bitte. Was? What do you mean? Ich raste gleich komplett aus. Was soll die Scheiße? Du hältst deine Fresse. Danke. So. Fleisch! Matote! Ja? So? Und wir kommen. Wieso geht das nicht? So nicht! Nein! Oh, die Tomate sind wieder nicht drin! Mama! Ich möchte weinen! Was ist denn jetzt mit ihm? Gib mir so ein Ding. Oh mein Gott, ich nehme mir da eins raus. Bruder! Oh Gott, nein, haltet doch alle die Fresse. Hilfe! Ich weiß, warum der weg ist. Der hat sich nicht eingegraben, Alter. Der schaukelt vom nächsten Baum. Ich sag's, wie es ist. Wollte eigentlich nicht so harsch sein, aber... Versteh's! Ich verstehe es! Auf da jetzt! Oh Gott! Oh nein, er hat es nicht akzeptiert. Warte. So. Bruder! Die Marionette, die hat es halt auch irgendwie echt nötig, ich weiß auch nicht. Wieso nicht? Was ist denn Normaldöner? Ist das ohne Soße? Bruder, sag doch! Mach doch das Maul auf! Nee, checkt er mir seine Grinsezähne! Alter! Okay, Mr. Colgate, jetzt ihr staubtrockenes Erlebnis! Ja, kommt sofort! Hätten sie doch gesagt, Alter, einmal Wüste Sahara zum Mitnehmen! So. Fleisch soll ich auch noch weglassen? Ohne Soße! Was für eine Unkultur! Der ein richtiger Döner braucht keine Soße. Ihr könnt alle mal. Seid ruhig. Seid ruhig. Der macht sich über mich lustig, das Dreckschwein. Ich werf den gleich mit dem Messer ab, Alter. Ich hab noch ein paar. Bro. Dankeschön. Sehr freundlich. Vorsicht! Oh Gott, den sehen wir nie wieder. Scheiße. Piep, 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 bitte. Nein, geht nicht, ne? Oh Gott. Okay. Passiert da hinten irgendwie noch was Gruseliges, oder? Oh wow, Morgan Freeman, moin. Bro! Zwei Soda. Yep. Hätte ich auch gesagt. So. Da liegen noch sehr viele Essensreste hinter ihnen. Also, falls sie noch Hunger haben... Oh, hier lungert ein Mann am Eingang des Shops rum. Hat mir ein bisschen Angst gemacht. Das sind die Besoffenen, Alter. Das ist Standard. Sie glauben nicht, wie viele ich davon hier rumlungern habe. Es wären auch immer tendenziell nicht weniger. So. Zack. Jetzt hat er das Salatblatt nicht. Ist das ein Scheißspiel, Alter? Das gibt's ja wohl nicht. Ist das dumm. Du hast halt auch keine Möglichkeit zu fucking überprüfen, ob, oh, warte mal, vielleicht will der ohne Salat. Without lettuce! Sie sind mein Man. Sie sind mein Man, Digga. Die haben zwar echt Durst und echt Hunger und ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich liebe sie. Bitte. Geil, geiler Typ. Oh mein Gott. Bro, ich fühle mich... Der macht, dass ich mich wie ein Gewinner fühle. So. Dreh dich um! Hey, fuck you. Oh. Damn. Warte mal, wo gibt's ein Lids? Hier. Hä? Gib her.
Hey, gib doch. Hey, what? Ach so, das ist der Lidspender. Spiel mir das Lid vom Tod. Ja, wo ist denn jetzt hier die Sicherung? Ist ja doof. Ey, wenn ich jetzt knuspern hier höre, ich bin echt so mitten hier auf der Autobahn, Alter. Auf der Insel. Lol. Ja? Gleich bin ich tot. Aber hier gibt's einen Sicherungskasten? Steht da wer? Oh, guck mal, da steht wer. Ah. Aber wieso? Warum der unschuldige Döner-Fachverkäufer? Was hat der jemand hier? Der rettet die Welt. Wenn überhaupt jemand die Gesellschaft zusammenhält, dann unter anderem diese Leute. Verstehe ich nicht. Kann ich so nicht akzeptieren. Nee.